Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Unterhaltung der Gewässer in unserem Land spielt eine herausragende Rolle, um den Hochwasserschutz für die bebauten Gebiete, aber auch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Nutzflächen zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass es Zeit ist, zu überprüfen, inwieweit die Einschränkung der Gewässerunterhaltung durch Belange des Artenschutzes und den Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie mit den Interessen der Flächeneigentümer und des Hochwasserschutzes in Einklang zu bringen sind. Noch in den 90er Jahren wurde die gesamte Vorflut mindestens zweimal pro Jahr gemäht bzw. gekrautet. Heute werden von den ca. 31.000 Kilometern Gewässer zweiter Ordnung im Durchschnitt nur noch ca. 75% unterhalten. Mit dieser naturnahen Ausrichtung der Gewässerunterhaltung leisten die Wasser- und Bodenverbände schon heute einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt. Bisher ist es den Verbänden trotz Einschränkungen gelungen, den Ansprüchen von Flächeneigentümern und Nutzern gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund der Bebautätigkeit in den zurückliegenden Jahren und der damit einhergehenden Versiegelung stößt die eingeschränkte Gewässerunterhaltung, wie zurückliegende Hochwasserereignisse zeigten, an ihre Grenzen. Hier gilt es abzuwägen, welches Schutzgut höherwertig ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Artenschutz und Wasserrahmenrichtlinie betreffen Belange des Allgemeinwohls. Sie sind nicht als Vorteil dem Flächeneigentümer oder dem Gewässerunterhaltungspflichtigen zuzuordnen. Die ökologische Sanierung der Gewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie ist Teil des medialen Umweltschutzes, welcher nicht einem abgegrenzten bzw. abzugrenzenden Kreis von Nutznießern zuzuordnen ist. Aus diesem Grund handelt es sich hierbei gemäß Artikel 20a des Grundgesetzes um die Aufgabe des Staates, welcher durch ihn zu finanzieren ist. Wenn auch seitens der Verbände Maßnahmen des Artenschutzes und der Gewässerentwicklung möglich sind, muss doch die Leistungsfähigkeit der Gewässer erst recht erhalten bleiben. Mehrkosten für Gewässerentwicklung und artengerechte Unterhaltung müssen durch die Gesellschaft getragen werden. Aus diesem Grunde gilt es, die Gewässerentwicklung und den Erhalt der Artenvielfalt mit Augenmaß zu betreiben. Es ist nicht zielführend, wenn in unserem Land über die Bundesstandards hinausgegangen wird. Ein weiteres Paradoxum ist, dass gerade Verbände, die im Bereich des Artenschutzes in Vorleistung gegangen sind, im Nachgang bestraft werden. So können viele Gewässer in deren Bereichen lediglich punktuell oder nur noch manuell unterhalten werden. Dies führt zu erheblichen Mehraufwendungen und zu höheren Kosten für die Verbandsmitglieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Gewässer erster Ordnung müssen in die Lage versetzt werden, im Hochwasserfall eine ausreichende Vorflut für die Gewässer zweiter Ordnung zu gewähren. Das Sommerhochwasser 2011 war ein einmaliges, außergewöhnliches Ereignis. Die Gewässerdimensionen, die dafür notwendig gewesen wären, können nicht gebaut werden. Was allerdings im Sommer 2011 auffiel, war die lange Verweilzeit des Wassers in der Fläche. Selbstverständlich waren zunächst alle betroffenen Gewässer vom vielen Regen überfordert. Aber bei einem entsprechenden, den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen unterhaltenen Gewässer wäre das Wasser schneller abgeflossen und hätte damit Platz für nachfließendes Wasser gemacht. Hier gilt es seitens des Landes, entsprechende finanzielle, aber auch technische Mittel bereitzustellen, um die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung realisieren zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bauernverband, die Arbeitsgemeinschaft des Grundbesitzes, der Waldbesitzerverband, der Landesverband Wasser- und Bodenverbände, der Verband Pro Gewässer und die Arbeitsgemeinschaft Jagd und Eigentum haben sich in einem Positionspapier klar geäußert. Sie fordern, dass in Zukunft kein Eingriff in das Eigentum Dritter über veränderte Gewässerunterhaltung ohne Zustimmung aller Betroffenen erfolgen darf. Sie fordern, dass die Organisation der Finanzierung der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und des Artenschutzes der Europäischen Union als gesamtgesellschaftliche Aufgabe getragen wird.
Sie fordern einen Erlass einer Artenschutzausnahmeverordnung gemäß § 45 Absatz 7 Bundesnaturschutzgesetz durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Zur Privilegierung der Arbeiten an den Gewässern zweiter Ordnung und den Hochwasserschutzanlagen. Sie fordern, dass das Land keinen Sonderweg bei der Umsetzung bundesrechtlicher Vorgaben zur Gewässerunterhaltung anwendet. Diesen Forderungen kann sich meine Fraktion vollumfänglich anschließen, um auch für die Zukunft eine an den Bedürfnissen des Hochwasserschutzes und des Artenschutzes ausgerichtete Gewässerunterhaltung gewährleisten zu können. Aus diesem Grund fordere ich Sie auf, diesem Antrag zuzustimmen. Dankeschön.